Das U-Boot ist immer noch da, interessant. Gehört das jetzt ihr oder ist da noch wer drin? Sie leben! Oh mein Gott! Die leben wirklich, oder? Das sind die echten. Richtig? Wo ist der Vivi? Du vergisst ja jetzt schon was! Da ist sie ja. Das waren sie sicher. Ja, das habe ich auch. Oh! Oh, wie schön! Ja, Kurumi-chan. Sei mal. Ich würde es tun. Das sind jetzt die echten, richtig? Das sind die wahren. Also, weil die Leichen, die wir gefunden haben und sowas mit den Klamotten. Wo waren die dann die ganze Zeit? Waren die irgendwo eingesperrt, oder? Jetzt, wo alles offen ist, kann ja jederzeit jemand kommen. Und dann gibt's keine Massaker im Zug. Natürlich, das würde niemand von dir erwarten. Naja, für dein Gehalt musst du auch was tun, nicht wahr? Oh, Fubuki, du kannst dich ja an was erinnern. Ich bin stolz auf dich. Du bist sehr gewachsen. Ja, sie hat es doch nur für uns gesagt, weil wir wissen es noch nicht. Ach so. Gut, ich nehme es zurück. Sie ist nicht gewachsen. もちろん誠の手柄ね。 Ich gebe aber ganz offen euch zu, es ist etwas schwierig zu begreifen.
Das ist doch schon jetzt, wie lang her? Es muss doch Wochen her sein. Ah, okay, denen ging es die ganze Zeit gut. Haben die da oben getanzt oder was? Vivi, du hast dich doch sicher irgendwo aufs Bett gelegt. It was epic. クルミちゃんもそこにいたんだよな。はい。途中まででですけど。いや。全てはその最後の決戦のため。その場に主役であるユーマをおびき出すための誠の策略だったというわけだ。いや。まったく信じられねえことをするもんだぜ。 Ja, die ganze Stadt ist ziemlich einzigartig. Ja, Mann, das ist total krass. Ja, woher auch? Ich meine, das Gesicht kennt ja keiner. オイラの前面が世界探偵機構のトップだったとはな。元でしょ。彼はもう世界探偵機構を抜けたんだし。もったいないですよね。ナンバーワンの座をあっさり捨ててしまうなんて。どうすんだやつ。辞表自体は記憶を失う前に出していたらしい。彼は自分が辞めることで。 世界探偵機構が変わることを願っている。ああ、で、アルレスフォーヘアがプラント。個々の探偵が個々の信念に基づいて事件を解決させていくべき時代だ。してや、してや。そのために、まず自分がそう動いた。なかなか大したものだよね。うん。私も、やめようかな。そろそろ探偵を続けるのも面倒になってきたし。 おめえのやめる理由は意識低すぎだっつーの。ですけど、ユーマさん、じゃなくて、元ナンバーワンさんは、どこに行ってしまったんでしょうね。ユーマでいいんじゃねえか。そっちの方がしっくりくるし。何も言わずに勝手にいなくなった。え、ファッションワットロス。行き先については見当もつかない。うん。 くるみちゃんも心配だよな。え？おお、心配というのとはちょっと違いますけど。Weißt du vielleicht, wo er ist? Wo ist denn mein Baby? あの、実は私、みんなに言いたいこともあって。追うつもりだろ？彼を。え？ オッケー。そんな大きなリュックを背負ってたら探偵でなくても分かるっつーの。うん。くるみさん、本気でユーマさんを追うつもりなのですか？彼がどこに行ったのか知ってるの？それでも追うのか。だってちゃんとお別れも言ってないし。うん。お別れなんて言いたくない。私、ユーマくんと一緒にいてとっても楽しかったんです。 昔から探偵に憧れてて、その憧れの人と一緒に調査できたりして。だから、もっともっと一緒にいたいんです。前とは違っても、ユーマくんはユーマくんだから。おいおい、告白は変に。ああ、ヨンガ。違うんですよ。ああ、いや、クラ。え、それならノン。それに、せっかくだから旅にも出てみたいし。 誠さんにもちゃんと旅の許可を取ったんですよ。大丈夫。すぐに見つけてみせますよ。私の情報屋としての力を甘く見ないでください。そうですね。くるみさんならきっと見つけられます。Wie lange kann sie denn da rumlatschen? ホムンクルスの情報屋か。案外いいコンビになるんじゃない。 Sie hat nur eine Monatspackung Ramen mitgenommen. Gibt es die Sachen schon außerhalb von der Stadt?
彼が辞めた影響で世界探偵機構は混乱している。You must wirklich so peace out, Bruder. Es ist euer Bad, das ihr sauber machen müsst. Isoide modorane banaranai. Oira, rikkoho schau kana. Ui! Da yo sono tameiki wa! Yuma o mitsuketara. Yoroshiku itte oite kure. Tee! Shiharai no ken mo matte iru to na. くるみちゃん、ユーマから乗り換える気になったらいつでも連絡してくれていいからな。その時はついでに友達も紹介してくれよ。友達の友達も紹介してくれよ。じゃあな。Verabschieden Sie sich da alle von dem Chef. Tetsuhiko-san, arigatou gozaimashita. Dass alle einzeln gehen, weißt du, müssen eh zum Bahnhof, oder? Ist doch awkward, wenn jetzt alle sagen, okay, bye, und dann treffen sich alle am Bahnhof wieder so, das ist weird. Kurumi-san mo douka o kiyotsukete. Shachou ni mo osewa ni narimashita. Deva, gokigen yo. Minasan, sayonara. Viel Glück noch, Fubuki. Mata sekai no dokoka de aimashou ne. Yore yore. Dare mo watashi o hakonde kurenakatta. Mattaku. 歩くのは面倒なのに居心地悪くありませんでしたよ。死なない君の前で言うのは悪い冗談みたいに聞こえるかもだけど、はあ、いつか死にたい。リリアさんもお元気で。よ。みんな行っちゃった。ユウマくん、私は諦めないからね。OK。私もそろそろ行くとしようかな。夜行所長、ありがとうございました。いろんな人と出会えて、大切な真実を知ることができて、全部この事務所があったおかげです。本当にありがとうございました。Ah, geschäftiges Treiben am Bahnhof.So etwas noch hier vorkommen kann. Skoshi Tabio Stekoyokato Motte. Korekara Bokua Sekaijo Mavaritsmoridao. Sekainiva Mada Tanteo Hitsioto Steir Machingar. Konoyokara Mikaiketsjiken on Nakuste. Minnao Siawaseni Sulu Tameni. Bokua Hikanakcha Ikenainda. Korewa Boku Jishin no Yumedemo Ari.ある人との大事な約束でもある。だからしばらくの間この本を預かっておいてほしいんだ。用事が済んだらいずれ取りに帰るから。いずれって言ったってさ、いくら不老不死でもそんなに気は長くないんだからね。Aber wo sollst du da anfangen überhaupt? Nach dem zu suchen, da könnte ja überall sein, die ganze Welt.
Die Welt ist groß. Oh, das Schlagzeug. Yeah! Woo! Der English Cast, den haben wir überhaupt nicht gehört. Wow! Das war's. Wow! Okay. Oh Mann. Ach, meine Güte. Ja. Schau dir all die Leute an von damals. Das ist ja ewig her. Okay, was kann ich denn so sagen? Also, die Musik ist sehr laut. Ich drehe die mal für mich ein bisschen runter. Bist du narrisch? Sehr cool. Ja, also das ist genau meine Art von Spiel. Ich stehe auf sowas, dieses ganze Gelaber und dieses Rätsel lösen und Emotionen und alles, das ist voll mein Ding. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Aber es gab ein paar Problemchen. Also ich finde, entweder bin ich dämlich, ja, oder es gab ein paar hier und da Übersetzungsprobleme. Im Sinne von, keine Ahnung, ich kann was sehe, wo ich darauf hingewiesen habe, so, hä? Also entweder war ich in dem Moment dämlich oder es war wirklich einfach nicht gut übersetzt. Dann finde ich eben, manchmal war es auch so die Auswahl, welches sollst du nehmen? Und ich bin so, das ist jetzt beides dasselbe. Ja, weiß ich nicht, wo sie waren, das Spielzeug. Und dann denkst du so, what the fuck does that mean? Oder ja, Shinigamis Fähigkeiten oder Shinigamis Arsch. Und du bist so, ist das nicht beides dasselbe? So. Das ist so, aber das ist so in diesen Mystery-Spielen irgendwie immer typisch. Bei Phoenix Wright hast du das auch, wo sie sind, nein, du musst das Bild der Banane zeigen und nicht die Bananenschale selber. Das geht doch nicht. Also, ja. Okay. Dann eben von der Grafik her. Also, da gab es immer wieder mal so, da hat es dann geblinkt teilweise. Dinge sind rein und raus geklippt, sind verschwunden, wieder aufgetaucht. Ganz merkwürdig. Dann beim Kämpfen, finde ich, ist es teilweise nicht ganz klar gewesen, ob das von links, von rechts kommt, oben, unten. Beziehungsweise, ich finde das ein bisschen merkwürdig gemacht. Auch so, wenn du die Sachen zerschlagen wolltest, dann sind die teilweise in der Mitte gewesen und du kannst aber nicht in die Mitte lenken. Ich bin so, ich würde gern freie Bewegungsmöglichkeiten haben hier. Aber nein, war nicht da. Die Synchronisation war natürlich großartig. Ich meine, es ist Japanisch, das können die ja meistens sehr gut. Kannst du nichts sagen. Englisch weiß ich nicht, wie sie sind. Die Geschichte ist sehr gut. Ich habe, wow, sehr gute Geschichte. Mit dem Ende, ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass es gut ausgegangen ist. Ich hätte gern trotzdem gesehen, wie alles in die Luft fliegt. Muss ich zugeben. Ich war an dem Punkt einfach so, komm schon, Mann. Lass aber alles sterben. Ist mir doch egal. Ist doch wurscht. Aber offensichtlich, also deswegen bin ich nur Zuschauer, der ein bisschen die Kontrolle hat und nicht die ganze, weil bei mir sterben offenbar die Leute. Aber ich war an dem Punkt halt wirklich, wie gesagt, schon so, na komm, die bringen alle Leute um. Das Spiel kennt gar nichts. Das hält sich nicht zurück. Also bitte, glaubt ihr wirklich, dass die Leute überleben? Na, sie werden sicher. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Spiel ein Ende haben wird, wo alle sterben. Aber es hat mich überrascht und ist so, nö, wir machen das jetzt so, das gibt ein hübsches Ende, so ein schönes Ende. Und alles so, cool, freue ich mich. Bin ich sehr glücklich, freue mich für alle, die da zu tun hatten. Sehr schön. Die Charaktere. Ja, teilweise anstrengend, aber immer sehr einzigartig alle miteinander. Also von dem Hauptcharakter Yuma angefangen bis zu Shinigami und weiter zu Fubuki und so weiter und so fort. Alle haben halt ihr eigenes, ihre eigene Persönlichkeit und machen das auch und sowas. Und du wirst schon warm mit denen. Ja, die Hallara,
Das war für mich die schwierigste. Die Fubuki war anstrengend, aber die war halt dämlich einfach nur. Oh, aber am Schluss bist du dann so, okay, jetzt, ja, aber viel zu lange kannst du mit dieser Person nicht in einem Raum bleiben und dann auch mit der Haller da nicht, finde ich. Das ist mir zu viel. Aber für kurze Zeit, für kurzen Zeitraum sind es alle sehr nett. Der Disuik hat ja auch seine eigene merkwürdige Art und der Twilight geht ja auch auf die, steppt am Kamin. Also, ja, für mich das Spiel, muss ich überlegen, wie viel würde ich denn dem Spiel geben? Oh yeah! Sind wir in Miami? Was ist das denn? Aha. Die nächste Stadt, die von... Oh. Und er trägt immer noch seinen Regenmantel? Have you seen this girl? Huh? Yoshi. Dass er das Gesicht nicht zeigen soll, als ob ich nicht wüsste, wer das ist. Tervin, da, oh, wir sind im Western. Das fühlt sich ja an, als wären sie so, Sequel? Mars Detective Archives Raincoat. Auch der längste Name der Welt. Den habe ich mir nie merken können, den Raincoat-Namen. Ich habe dann immer legit nur eingegeben, Raincoat, Detective Raincoat. Und das war's, weil ich den Rest mir nie gemerkt habe. Ja, ansonsten haben wir doch Detektiv getratscht und sonst nichts. Na gut, gehen wir mal in das in den Startbildschirm, damit ich noch die letzten paar Worte sagen kann. Also, vielleicht kommt ja noch ein zweiter Teil. Wenn sie einen zweiten Teil machen, bin ich gespannt, ob sie genau das gleiche machen mit so Labyrinthen wieder, sowas so in die Art. Oder ob es dann was anderes kommt. Ob du überhaupt als Yuma spielst, weil da wäre es zum Beispiel interessant, vielleicht spielst du ja als die Fubuki und sowas. Oder vielleicht kommt auch überhaupt kein Sequel, kann ja auch sein. Aber für den zweiten Teil ist auf jeden Fall alles offen. Es ist ein bisschen clumsy, ein bisschen steif ist das ganze Gespiele im Labyrinth und so. Also wenn du da lesen musst und dann musst du dich überlegen und dann musst du rechtzeitig in Quicktime-Event das drücken. Das fand ich immer ein bisschen schwierig, weil du halt gelesen hast und in dem Moment, ah, scheiße, das wollte ich drücken und dann war es schon weg. Und bist du, ah, ich meine, es gibt keine großen Punishments, ja, dafür. Es gibt keine großen Bestrafungen dafür, dass du es nicht schaffst. Aber es ist halt ärgerlich, wenn du es weißt und dann verkackst. Nur weil das Ding zu schnell gegangen ist. Ein Ding, was mich ein bisschen gestört hat, sind die Ladezeiten. Also die Ladezeiten waren wirklich schrecklich teilweise. Also ich weiß nicht, ob es an der Switch liegt, weil die halt schon so alt ist, ob es speziell an meiner liegt oder halt allgemein an der Switch oder ob es am Spiel liegt. Ich bin mir schon bewusst, das ist ein großes Spiel und Ladezeiten sind nicht unvermeidlich. Unvermeidlich, das ist mir schon bewusst. Aber das ist mir doch stark aufgefallen in dem Spiel, weil eben irgendwie nach den, da kam teilweise Cutscenes, wo davor eine Ladezeit kommt, da hast du eine Cutscene von 30 Sekunden und schon wieder einen Ladebildschirm. Und die sind nicht mal 10 Sekunden lang oder sowas, sondern die dauern schon so 20 Sekunden, die dauern ihre Zeit. Und ich bin so, wozu habe ich denn diese Cutscene? Dann hätte ich das ja irgendwie verbunden, dass das nicht gleich in, also die, ja, es gab sehr viele Ladezeiten. Es war ein bisschen doof.
Aber ansonsten... Ja, also das Spiel ist für mich persönlich auf einer Skala von 7 bis 9 von 10. Wobei 9... Ich glaube so 7 oder 8, vielleicht 7,5 von 10 ist das Spiel für mich. Es ist nicht für jeden was, bin ich mir sicher. Also ich weiß, mein Bruder zum Beispiel wird so ein Spiel nicht einmal aus der Ferne betrachten. Aber für jeden, der sich für Story interessiert und sowas, ne, wer da auf sowas steht, ist es großartig. Ja, und das restliche Gameplay, die ganzen Nebenquests und sowas, die es halt gibt, sind nett. Es kommt halt nie irgendwie zu einer Auflösung von, gibt es diese Geister wirklich und bla 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 bla. Andererseits ist es so, wir haben eine Todesgöttin an unserer Seite, also warum soll es Geister nicht geben? Und mich hat das aber tatsächlich nicht gestört, dass da diese Nebenquests so irgendwie einfach enden und dann du hörst nie wieder davon. Weil sie haben irgendwie alle in sich einen Abschluss gehabt und das sind halt einfach kleine Geschichten auf der Seite. Für mich war das nicht so schlimm, dass da diese Hexe, dass du die nie erwischt hast oder das und jenes nicht. Natürlich wäre es irgendwie cool, wenn diese Seitengeschichten irgendwie doch die Nebenquests irgendwie teilnehmen in der Hauptstory, dass das irgendwie öfter noch vorkommt, aber es war nicht so schlimm, finde ich, dass sie es nicht getan haben. Von daher sehr zufriedenstellende Nebenquests. Du hast in dem Spiel halt nicht viel zu tun. Es ist keines dieser großen AAA-Spiele, die heutzutage rauskommen, wo sie irgendwie 3 Millionen verschiedene Dinge reinpacken, damit du 300 Stunden plus bringst, obwohl du nur Mini-Missionen machen musst. Und keine Ahnung, was ja furchtbar heutzutage teilweise mit diesen Spielen. Und das ist eigentlich ganz erfrischend. Das Spiel konzentriert sich halt wirklich darauf, hier, Story, wir erzählen die Geschichte oder und so weiter und so fort. Das Ding, was bei Danganronpa auch immer ein großes Ding ist, dass sie so lange quatschen. Sie reden da um den heißen Brei herum und dann bist du so auf der einen, da schreit einer und dann brauchen sie 10 Minuten, bis sie zu dem hinkommen und dann wundern sie sich, warum die Person tot ist und du bist nur so, naja, ein bisschen schneller gerannt wäre schon gut. Nicht so viel rumstehen und nachdenken und sowas, aber du musst dir halt immer auch denken, gut, all das passiert wahrscheinlich bei denen in einem Zeitraum von einer Minute und für uns wird es halt nochmal gesagt und wie die Leute sich fühlen, weil darauf basieren diese Art von Spiele halt. Und es ist in Ordnung, es ist nur anstrengend, wenn sie teilweise Sachen wiederholen, wo du dir denkst, ja, ich weiß das alles schon, wir haben das schon 30 Mal jetzt durchgekaut, immer, das müsste jetzt nicht unbedingt nochmal gesagt werden, weil auch diese Flashbacks, die dann gekommen sind und wo sie dann genau das gleiche, was der Chef gesagt hat, als er gestorben ist, ja, der Chef, diese 5 Sätze oder 6 Sätze, die er gesagt hat, die sind, glaube ich, 4-mal gekommen. Nur als Erinnerung, so der Chef hat das gesagt, ja, daran werde ich mich halten. Und dann haben sie aber die ganzen Sätze nochmal vorgespielt, anstatt dass sie nur den einen Teil vorspielen. Und du bist dann so, ja, die ganze Message ist mir schon im Kopf, ich weiß schon, was los ist. Nein, die ganze Message nochmal. Und das ist so, dude, so eine Zeitverschwendung. Also ich glaube, wenn ich es privat gespielt hätte, dann hätte ich das teilweise übersprungen, aber weil ich es halt aufnehme, geht das nicht. Ja gut, also es war's für mich von diesem Projekt hier. Ich freue mich, dass ein weiteres im Kasten ist. Jetzt geht's nur noch ans Schneiden. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei waren, bei allen, die vielleicht neu dazugekommen sind. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Spiel wiedersehen oder im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, falls ihr irgendein Spiel sehen wollt, das ich spiele. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwelche Sachen, ja, redet mit mir, interagiert mit mir. Ich habe das immer gern, Leute in den Kommentaren zu treffen. Weil, ja, das ist immer schön, mit euch allen so zu interagieren, zu reden. Also ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!